Wir stehen am Ende einer sehr interessanten Tagung, die nicht aber nur interessant gewesen ist, sondern noch von großer Bedeutung für das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Denn erstmalig haben wir uns im Rahmen einer solchen Tagung mit dem Thema auseinandergesetzt, wie und in welchem Maße Fragestellungen und Aspekte der Geschlechtergeschichte auch Bedeutung haben können für die Militärgeschichte. Damit sind wir jetzt nicht Vorreiter, denn diese Überlegungen existieren im internationalen, im deutschen Sprachraum schon sehr viel länger. Nun hat das ZMSBW, wie ich finde, sie erfolgreich aufgegriffen. Und wir werden uns im Lichte dieser Tagung nun Gedanken machen müssen, wie das Haus künftig stärker Aspekte der Geschlechtergeschichte in die eigene Forschung mit einbezieht.